Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von GeoGuessr weltweit. Wir spielen wieder mit No Move, No Pan und No Zoom Einschränkungen. Und gucken auf weite Felder im... Also ich wäre eher Richtung Nordhalbkugel, um das schon mal festgestellt zu haben. Wobei nicht mal das hundertprozentig sicher ist. Die Häuschen hier hinten sehen eigentlich so aus, als könnten die auch hier so stehen. Ein bisschen in die Jahre gekommen, aber durchaus europäische Bauweise, würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn die extrem in Distanz sind, dass man die kaum sehen kann. Das hier, weiß ich nicht genau, was das ist, ob das ein Straßenschild ist. Ah, vielleicht so zu, hier geht's zu Bauer XY. Und dann kannst du da hinten irgendwas kaufen. Das könnte ich mir auch in Deutschland so vorstellen, deswegen wäre ich da bei Frankreich. Und wir gehen irgendwo, ja, irgendwo mittig. Vielleicht nicht gerade in eine Stadt rein, sondern ja, das ist schon in Ordnung. Hier ist ein bisschen grün und ab dafür. 168 Kilometer. Ja, war in Ordnung. Die Höhe war richtig, Frankreich war richtig. Da kann man nicht meckern, dafür, dass es einfach nur irgendein Feld war. Das ist schon in Ordnung. Kann man drauf aufbauen. So. Roadwork 500 Feet, wir haben Rechtsverkehr, weil hier Ahead steht auf der Seite. Grüne Schilder, ja, das weist alles auf USA hin. Allerdings, oh, das hier ist interessant. Hier haben wir so palmenartige Teile, das ist vielleicht kein schlechter Hinweis. Dann würde ich nämlich am ehesten vielleicht Richtung Florida oder so gehen. Weil es sieht schon eher feucht aus, was die Bäumchen angeht und so. Dass ich da jetzt weniger bei der Westküste wäre, sondern eher Ostküste. Und dadurch, dass wir hier diese palmenartigen Dinger haben, das kann natürlich auch irgendwie Zufall sein, dass sich da jemand gedacht hat, hey, wir pflanzen dir mal hin und gucken, ob die im Winter überleben. In Alaska. Aber ich wäre jetzt dann tatsächlich hier so in dem Bereich irgendwo. Vielleicht in der Nähe von Orlando, an der Autobahn. Zack. Und rein da, dann haben wir Tampa, Miami noch ein bisschen abgedeckt, genauso wie Jacksonville. Und es wäre ein bisschen nördlicher gewesen. Ja, sah auch ein bisschen nördlich aus, aber ich wollte da die Städte hier noch abdecken, falls es doch in der Nähe sein sollte. Tifton wäre es gewesen. In Georgia, nicht in Florida. Na gut, 390 Kilometer entfernt kann man aber mit leben. So. Okay, hier haben wir einen Polizisten. Der hat sich erstmal angeguckt, was da gerade gefilmt wird wohl. das Auto könnte einen Hinweis geben. Der Polizist, das ist schwierig zu erkennen. Ist das ein Asiate? Ich meine, er hat dunkle Haare, aber sieht jetzt nicht so asiatisch aus, oder? Wobei natürlich auch ein Asiate überall in der Welt Polizist sein kann. Ja, gibt schon mal nicht so viel Hinweis, ich merke schon. Die Sonne, die ist interessant, weil die steht eher nördlich. Ich würde sagen, die geht hier langsam unter. Heißt, am Tag steht die ziemlich genau im Norden. Und der steht hier links außen an der Fahrbahn. Deswegen würde ich jetzt auch auf Linksverkehr tippen. Dann, wenn ich mir die Bäume hier angucke, sieht das auch eher nach nadeligen Sachen aus. Dass ich vielleicht bei Australien wäre. Damit kann man aber halt auch komplett falsch liegen wieder. Aber was hätte ich sonst für eine Idee? Nach was Asiatischem sieht es nicht so hundertprozentig aus. Ich meine, die Uniform und so sieht schon auch so aus, wie die hier rumlaufen könnten. Aber ich gehe mal nach... Gehe mal nach Australien. Ja, sollen wir den Sydney Safe Guess nehmen? Ich würde fast sagen, ja. Da gerade so ein bisschen außerhalb... Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter außerhalb und guess. Australien tippen ist halt echt immer schwierig. Erstens, weil es ultra groß ist und zweitens, weil man ewig weit weg von allem anderen ist. Und es wäre bei Melbourne gewesen, ja, der 50-50-Guess. Beziehungsweise, ja gut, Perth ist auch manchmal, Adelaide auch und Brisbane hatte ich glaube ich auch schon mal. Also kein 50-50-Guess, aber so 20% hätte man Melbourne auf jeden Fall, hätte ich den auch eingeräumt. Wissen wir fürs nächste Mal, dann tippen wir vielleicht mal nach Melbourne. So. Mhm.
Das dürfte Japan sein. Linksverkehr, die Schriftzeichen passen, meine ich auch. Ich weiß gar nicht, ob die in Südkorea auch Linksverkehr haben oder Rechtsverkehr. Aber ist auch relativ egal, weil hier sieht man diese Palette hier, auch wenn die keine Gelbes haben diesmal. Aber das sieht schon nach einer größeren Stadt aus, auf jeden Fall. Ich meine, hier hast du eine ewig lange Straße. Gibt's ja kaum in Japan. Ich gucke mal ganz kurz noch rum, ob ich irgendwo, sehe ich irgendwo... Ich sehe nirgends irgendwie grün, wo ich drauf schließen könnte, dass das eher südlicher ist. Weil ich habe bei so hier dem Gebiet auch schon häufiger so, ja, ne, exotischere Pflänzchen gesehen, zumindest minimal. Aber den Ausschnitt hier, da sieht man halt jetzt auch nicht viel. Ich würde einfach in die Richtung von Tokio diesmal sogar gehen. Vielleicht Yokohama, so die Ecke, dass wir da irgendwo bei einer relativ geraden Straße sind. So, da sieht es doch okay aus. Und dann gucken wir mal. Und natürlich, ja, hätte ich mal hier hingetippt, hätten die da mal eine bessere Pflanze aufgestellt am Straßenrand. Dann wäre ich hier mitgefahren und da wäre ich echt gut gewesen mit. Ach Mann. Mit Japan werde ich einfach nicht mehr warm. Das ist schon schlimm. Okay, Montreal. Das ist nett. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das auch in Montreal? Oder ist das ein Bait? Und das Ding heißt nur so. Aber Quartiere, Montreal und hier Miracles oder sowas. Das ist vielleicht so... Ja doch, da wäre ich eigentlich... Würde ich schon drauf gehen. Ich meine, wir haben USA anmaßendes, aber nicht so hundertprozentig. Und es ist eine größere Stadt. Vielleicht könnte man hier auch was lesen. Vielleicht ist das hier ein Le mit ganz viel Fantasie. Burritos gibt es trotzdem noch. ja, dann gucken wir mal, dass wir nach Montreal gehen. Nach Norden hin geht ein Hügel leicht nach oben. Das heißt, nach Süden hin geht es eher ein bisschen runter. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht. Ich würde relativ innenstadtnah auf jeden Fall reintippen. Und hier sieht man jetzt nicht wirklich, wo es höher ist und wo weniger. Vielleicht gehen wir... gehen wir einfach mal hier so rein. So eine kleinere Straße davon. Und guess... wäre ich bald bei dem ersten Guess geblieben. Ich glaube hier oder so hatte ich reingezoomt. Aber 15 Kilometer kann man nicht weg. Dann haben wir 4900 Pünktchen abgestoppt. Und kommen damit, nicht ganz auf die 20.000. 19.939. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte vielleicht sogar der Rekord sein mit den No Move, No Pen, No Zoom Einschränkungen. Japan hätten wir halt hier ein bisschen mehr reinlacken können. Das wären nochmal 200 Punkte mehr gewesen, locker. Hier, ja gut, da haben wir bestimmt 1000 oder so verloren, sogar mehr, wahrscheinlich 2.000, 3.000. Das hätte man besser machen müssen, aber das war schon in Ordnung. Florida hatte ich einigermaßen gut eingeschätzt. Montreal war halt easy, weil es auf dem Schild stand. Paris Guess war in Ordnung. Paris sage ich schon wieder. Frankreich Guess. Ja, und Japan ist halt eklig und Australien ist Australien. Aber es war, denke ich, eine ganz gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Bis dann und tschüss.